Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Wie ihr seht, hinter mir hat es eine Schaukel und ich habe mir gedacht, weißt du was, für alle, die kein TRX haben oder vielleicht Mamis, die viel auf einem Spielplatz sind oder sonst einfach Leute, die mal Lust haben, mit dem Reizeil zu trainieren, mache ich das möglich. Ich zeige euch 10 Übungen. Wir machen 40 Sekunden Workout, 20 Sekunden Pause. Und alles mit dem Reizeil. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich habe mir ein paar Übungen ausgedacht. Aber es ist völlig spontan. Also wir machen sicher auch Ganzkörperübungen, da müssen wir gar keine Angst haben. Also wir werden alles trainieren, aber ich habe überhaupt keinen Plan. Also ich stelle gerade mal schnell den Timer ein. Ich starte den Timer, wir fangen an. So, wir starten mit der ersten Übung und zwar sind das Squats. Wir haben einmal einen normalen Squat und hängen dann einen Jump Squat dran. Die wirklich vor Energie strotzen, dürfen auch gerne nur Jump Squats machen. Ich kann euch aber sagen, auch die sind vorig genug streng. Schaut bitte darauf, dass ihr die Fersen am Boden habt, dass ihr wirklich die hintere Muskelkette verwischt, dass man das Füdchen straffen könnt, die hinteren Oberschenkel. Und so hoch kumpen, wie nur möglich. Und die Hüfte vorschieben. Sehr gut, genau. Und geschafft. Gut, wir gehen zu der zweiten Übung. Das ist eine Bauchübung. Wir hängen die Füße hinten im Reizeil ein. Je nachdem, wenn ihr ein TRX habt, hängt ihr euch beim TRX ein. Ich habe gerade gemerkt, die Pause geht noch etwas länger. Alle Kräfte sparen. Gut, wir ziehen die Knie zur Brust. Das Gesäß heben wir an. Das trainiert vor allem den Bauch. Was ihr auch werdet merken, sind sicher die Arme. Ihr könnt natürlich auch im Plank, aber das heisst auf den Unterarm abstützen. Es kommt aber ein bisschen darauf an, wie hoch sie sind. Das wäre also mit dem Reizeil nicht gegangen. Ich bin aber sonst ein rechter Fan davon, einfach aufgrund, weil es die Handgelenke schont. Probiert das durchziehen bis zum Schluss. Es geht nicht mehr lang. Gut, und geschafft. Wir kommen zu der dritten Übung. Das ist eine Armübung. Für die sind wir stehend. Ich würde euch empfehlen, ein Reizeil aussen dran zu greifen. Beim TRX könnt ihr natürlich einfach die normale Halterung nehmen. Und wir ziehen uns mit der Brust zum Reizeil. Je nachdem, wie breit das Reizeil ist, können wir mit den Ellbogen nicht ganz so nah am Körper kommen. Sonst gerne nah am Körper. Und da ist es so, je weiter vorne dass wir mit den Füßen sind, desto strenger wird es. Probiert bitte den Körper in einer Linie zu lassen. Das Füdli anspannen, den Bauch anspannen. Noch die letzten paar. Und geschafft. Dann kommen wir schon wieder zu einer Beinübung. Wir sind seitwärts drin. Jetzt, da ist es relativ schwierig, eine Position zu finden, die euch nicht wehtut. Beim TRX ist es etwas ein einfacher, dann könnt ihr einfach in die Schlaufe rein. Jetzt überschätzt euch bitte nicht. Nehmt den Fuß, hier im Bild meinen linken Fuß, rotiert er leicht nach außen, dass das Knie wirklich schön gerade über den Fuß kommt. Und sitzt nicht zu tief runter. Es ist eine Übung, die man sich gerne überschätzt. Kommt wirklich nur so tief am Anfang, wenn ihr auch merkt, ich komme wieder drauf. Weil es ist eine Übung, die relativ heikel ist, um sich etwas reissen oder zehren. Also nur so tief, wie es geht. Und probieren, dass ihr mit den Knien nicht über die Füße kommt. Gut, wir haben es geschafft. Wir drehen uns gerade auf die andere Seite. Genau das gleiche Prozedere nochmal. Das mit den Knien über die Füße
Man muss es vielleicht so sagen, Leute mit gesunden Knien ist es eigentlich nicht eine grosse Belastung. Wobei ich finde, es ist eine Übung, die man es nicht unbedingt forcieren sollte. Darum schauen wir einfach, dass wir mit dem Knie wirklich schön hinter den Zehen bleiben. Auch hier seht ihr jetzt, der rechte Fuß ist leicht nach außen rotiert. Ich könnte die Hände vorne, ich könnte die Hände an die Hüften annehmen, auch hinter den Kopf. Das ist völlig euch überlassen. Wenn ihr es die vorne habt, habt ihr ein bisschen mehr Stabilität. Und einfach probieren. Es ist eine Übung, die wahrscheinlich am Anfang nicht so gut geht. Oder wo ihr auch merkt, ein Bein ist sicher viel besser als das andere. Die letzte. Gut. Und geschafft. Wir gehen zu der nächsten Übung. Das ist eine Bauchübung. Ihr werdet jetzt dann gerade sehen, ich habe die sehr spontan in das Programm aufgenommen. Und ich habe sie total unterschätzt. Da müsst ihr schauen, dass ihr mit dem Fuß schön drauf seid, dass euch der Knöchel nicht wehtut. Stützt euch in einem seitlichen Plank ab und kommt mit dem Fuß oder mit dem unteren Fuß zum oberen Fuß. Probiert es mal aus. Sie ist viel, viel, viel strenger, als sie aussieht. Ihr könnt den oberen Arm entweder in der Luft haben, wenn es nicht geht, von der Stabilität her, könnt ihr ihn auch am Boden abstützen, um ein bisschen unterstützen. Die Hüfte bleibt hoch. Wir probieren, die Beine gestreckt zu haben. Ihr seht, auch ich habe Krämpfe. Die letzten paar. Gut, und geschafft. Wir machen gerade die andere Seite. Das ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, dass eine Seite stärker ist als die andere. Oder schwächer. Das ist definitiv die schwächere Seite bei mir. Das werdet ihr gerade sehen. Probiert genau das Gleiche nochmal. Findet die richtige Position, es kann sonst wirklich wehtun. Der Ellbogen bleibt direkt unter den Schultern. Ich habe die Hand meistens geöffnet, um dem Ganzen etwas mehr Stabilität zu geben. Und einfach probieren. Wenn gar nichts geht, bleibt einfach in dieser Position, ohne Bewegung. Und schafft euch nachher Ruhe schaffen. Gut. Und geschafft! Ich sehe auch nicht so glücklich aus. Und wir kommen zu der nächsten Beinübung. Besser gesagt, Füdli, Hamstrings, also hintere Oberschenkel. Wir kommen mit den Füßen aufs Reitseil. Im T-Rex würde der Ferse in die Schlaufe einhängen. Und wir lupfen das Füdli. Und zwar so hoch, wie es nur geht. Und probieren den Boden danach nicht zu berühren. Ihr habt zwei Möglichkeiten mit den Armen. Ich habe es sehr gerne in der Luft. Weil es blockiert mich dann nicht. Ich könnte aber die Hände auch einfach am Boden ablegen. Das ist wirklich euch überlassen. Probiert das Füdli so hoch wie möglich hochzudrücken und die Füdli-Backen richtig zusammen squeezen. Die gibt relativ schnell Krämpfe. Also das gehört zum Programm, einfach weitermachen. Gut. Wir haben die nächste, das ist eine stehende. Das ist eine Armübung. Wir hängen in eine Zeile ein. Und probieren, da müsst ihr schnell ein bisschen schauen, wegen der Handposition, wie es euch bequem ist. Ihr kommt mit den Ellbogen näher an den Ohren vorbei und schiebt euch vorne und hinten. Der Körper bleibt hier dabei ein Brett und bewegt sich eigentlich nicht. Ich bin sehr gerne auf der Zehenspitze bei dieser Übung. Auch da ist es so, je weiter vorne dass ihr seid, desto einfacher ist es. Also wenn ihr das Gefühl habt, ah doch, es geht noch etwas, dann kommt doch einfach noch ein Schritt hinterher. Teilweise langen schon wenige Zentimeter. Wenn es gerade geschafft, ich weiss, auch das ist ein Muskel, der ziemlich brennen kann. Aber dann ziehen wir durch und fertig! So, wir haben noch die letzte Übung. Sie ist schon bald vollbracht.
Da bin ich nicht im Bild. Und wir kommen mit den Händen aufs Reitseil und machen Mountain Climbers. Kennen die einen oder anderen sicher vom Boden. Wir ziehen die Knie zur Brust und zwar so schnell wie möglich. Probieren, wenn ein Nähmaschine mit dabei, richtig im Boden rein nähen, stampfen. Sehr gut. Und einfach probieren, das Tempo aufrecht zu erhalten. Es ist die letzte Übung. Denkt daran, wir nehmen nochmal alle Kräfte zusammen. Geben Vollgas. Nicht nachlassen. Macht niemand eine Pause. Es haltet niemand an. Einfach durchziehen. Kommt. Gut. Ungeschafft. Sehr gut gemacht. Es sind gleich noch gute Übungen dabei rausgekommen. Ich staune. Das waren 10 verschiedene Übungen, die man entweder mit einem Reitseil oder eben auch mit einem T-Rex machen könnte. Man hat ein bisschen schauen. Die Handstellung ist manchmal ein bisschen anders. Oder die Füße auch. Aber da findet ihr schon etwas raus. Sonst, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!